Und da geht's auch schon los. Und zwar Pokémon Well, thank you, Sniper. Mystery Very special run Dungeon indeed, but I'll explain it as we go. Explorers If we can of get a Sky. countdown Und zwar in der Pete in Rosie 3, Randomized 2, 1, Kategorie. go. Das heißt, auf Deutsch, wir müssen Dramato besiegen. Und das Schöne an diesem Run ist, beziehungsweise das Schlimme für mich, ist, dass es ein Randomizer Run ist. Das heißt, ich weiß nicht, was passieren wird. Keiner, nicht mal der Runner weiß genau, was passieren wird. Also außer, dass er dazu hinspielen möchte. Magby, ja. Außer dass er weiß, dass er Traumato besiegen möchte. Dafür hat er meines Wissens nach zwei Dungeons vor sich und einen Kampf. Und dann kommt der Kampf gegen Traumato. Was ist das denn für ein Team? Ja. Kurz zur Information, wer Pokémon Mystery Dungeon nicht kennt, es ist kein normales Pokémon, und sondern es ist ein... wie kann man sagen, wie würdest du, Chuck, jemand, der nur Pokémon kennt, Pokémon Mystery Dungeon erklären? Pokémon Mystery Dungeon ist erstmal ein Dungeon-Spiel, es ist, und man spielt halt als Pokémon. Und ja, man ist Pokémon. Dungeon, ja. Ja, Dungeon passt, genau. Und, man ist ein Mensch, der zum Pokémon wurde. Und ja, gegen andere Pokémon in Dungeons kämpft. Grob gesagt. Natürlich ist die Story noch ein bisschen weiter geflochten und in jedem Teil ist sie ein bisschen anders. Anderster. Ja, der Teil ist für den DS rausgekommen, 2009. Und ja. Sieht aber sehr, sehr stark aus, wie der wie hier Pokémon Mystery Dungeon Team Rot und Blau für den GBA. Ja, es hat sich nicht viel getan in der Hinsicht. Aber ist für den DS. Sieht man ja auch an den zwei Bildschirmen natürlich. So, und jetzt sind wir im ersten Boss des Spiels angelangt schon. Und das war relativ einfach. außerdem ist interessant bei Pokémon Mystery Dungeon, das ist glaube ich bei jedem Teil, dass man je nachdem, wie man Fragen am Anfang beantwortet, also Fragen über die eigene Person, wird man das jeweilige Pokémon, das da dazu passt. Das ist, müsste bei jedem sein, oder Chuck? Ich kenne es nur so tatsächlich, ja. Und was, Team Rot war für den GBA, Team Blau war auch frei für den DS. Okay, ich hätte gedacht, Team Rot und Blau kämen beide für den GBA raus. Ich habe Team Rot, habe ich, ja, bin ich Experte drin. Die anderen Teile habe ich nie gespielt, die anderen habe ich halt nie geschenkt bekommen. Muss ich mal nachholen, wenn ich irgendwann Zeit habe. Ja, kann man machen. Ja. Auf jeden Fall hat man halt einen Partner immer dabei, der miteinander läuft. Auch interessant bei Pokémon Mystery Dungeon ist, dass die Gegner im Dungeon nur dann laufen, wenn du selbst auch läufst. Und so kann man sich auch ein bisschen im Dungeon so bewegen, dass man am besten nicht großartig an die Gegner kommt. Das hier hat man es auch wieder schön gesehen, dass der nur gelaufen ist, wenn, wo man selber gelaufen ist. Aber er geht da auch echt schon. Das stimmt übrigens nicht ganz, dass die Gegner dort nur dann laufen, wenn man selber läuft. Pro Aktion, die man macht, bewegen sich die Gegner. Also wenn eine Aktion kann halt auch sein, dass man ein Item einsetzt. Ah, okay, ja gut. Also wie ihr jetzt gerade auch gesagt habt, der Randomizer macht halt, dass alle Gegner und alle Items im Dungeon random sind. Also nicht so gesagt, es kann halt jedes Pokémon irgendwo sein und jedes Item kann irgendwo anders sein, egal wo es eigentlich da oder da wäre, ist es kann es überall sein. Items sind immer random. Ist das, was er aber auch gerade gesagt hat und was ich soweit auch recherchiert hatte. Dass ja, also random in dem Fall, dass du jetzt am Anfang kriegst du halt TMs,
Beziehungsweise vor allem nicht solche TMs, die er zum Teil einsammelt und auch nicht die Bänder oder sonst was, das kriegt man am Anfang nicht, aber so prinzipiell wie die Items im Dungeon sind. Oh, da ist er gestorben. Was? Und tschüss. Famous last words, I know, but this is now where I can just give up. Jetzt gibt er auf. Okay, das ist interessant. Okay, der hatte Wow, ein Magnetil. Naja. Stimmt, beziehungsweise die Gegner finden eine Aktion aus, wenn du eine ausführst, ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich würde jetzt an deiner Stelle da zurückgehen. Nee, aber was ich sagen wollte, die Dungeons sind immer komplett random aufgebaut. Also man weiß nie eigentlich, wo die Treppe ist. So, ja, das ist, normal bei dem Spiel. Also, ja. Treppe ist, weiß man nicht. Bei Turn, by holding both B and A at the same time, I get to kind of let the enemy take a step, which I can use to make sure that the enemy is right in front of me, or at least in a position where I don't have to worry about him as much. Also, er ist jetzt immer noch im ersten Dungeon, das heißt, er ist schon auch ein wenig langsamer als andere, beziehungsweise hat vielleicht auch einen schlechteren Seed. Das ist natürlich, ne, bei Randomizer auch oft der Fall, dass das Seed einen natürlich in den Wahnsinn treiben kann. Quasi Pokémon Ancient Cave. Sagt mir gar nichts. Ups. Keine Ahnung, wie. Sagt mir nichts. Tut mir leid. Da bin ich dann doch raus. So. Ah, jetzt setzt er. Weiß gar nicht, wie die Attacke auf Deutsch heißt, aber auf jeden Fall eine Fernattacke ein. Also es gibt nicht immer nur Nahattacken, sondern man kann auch, es gibt auch Attacken, die eine gewisse Range haben. Es gibt auch Attacken, die den gesamten Raum treffen. Das ist immer so ganz was. Hitzewelle zum Beispiel, ich glaube Schneesturm oder so heißt die Attacke. Ist auch so eine. Ja, wenn man dann, es gibt halt auch Etagen in Dungeons, die halt einfach wirklich nur aus einem Raum bestehen und einen Haufen Pokémon drin sind. Die hatten auch noch einen Namen, der mir gerade nicht einfällt. Ein Begriff. Und da sind die Attacken immer sehr, sehr gern gesehen, wenn man die schon nutzen kann. Es gibt auch noch Abgesang, welches die komplette Ebene trifft. Echt, die komplette Ebene? Nein. Monsterräume. Das. Ja, Monster. Gibt auch noch Abgesang, welches, okay, trifft die ganze. Interessant. Hatte ich jetzt tatsächlich gar nicht so im Kopf. Da bin ich halt wieder komplett raus. Davon weiß ich leider nichts, aber gut. So. Und jetzt kommt. Genau, jetzt ist er hier im Dorf. Geht jetzt mit Keckli reden. Und tut Items verkaufen, die unbrauchbar für ihn sind. Wie er so schön gesagt hat. Jetzt schaut er noch, ob es im Shop was gibt. Und zwar Reviver Seed möchte er haben und das andere war jetzt zu schnell für. Und jetzt gehen wir zum letzten Dungeon. Nach diesem Dungeon kommt auch schon Traumato und wenn er Traumato besiegt hat, ist es vorbei. Okay. But he is still a drowsy at least. Genau. So we talk to Bidoof, and here we go, Mount Bristle. Mount Bristle. Letzter Dungeon, deswegen. Es ist in dieser Kategorie echt nicht viel.
Aber es kann echt viel schief gehen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das dann mit den Starter-Pokémon ist, wenn du dann zum Beispiel ein ich weiß gar nicht, ob es Carbador gibt in dem Spiel. Also die suchen sich das schon aus. Also ich habe gesehen, bei denen, wo ich angeschaut habe, hat er am Anfang schlechte Pokémon gehabt und hat dann einfach neu gestartet. Wow. Jetzt sollte er aufpassen. Oh, da setzt der Fliegen ein, das kam hoch. Oh, na, zum Glück hat er den Beleber. Ja. Samen. Und Benja schreibt gerade, es war Top-Elixier, den er sonst noch gekauft hat. Gut, dankeschön. War für mich jetzt ein Ticken zu schnell. Ich hab jetzt echt wieder richtig Bock, das zu spielen. Ich mach mich wahrscheinlich unbeliebt, aber es ist sowas von überhaupt nichts für mich. Doch, das ist tatsächlich, ja, das ist wirklich nichts für jeden. Man steckt da zum Teil sehr viel Zeit rein und, verliert sehr, sehr schnell da mal ein bisschen die Nerven und man macht auch ein paar Dungeons dann, vor allem wenn man das erste Mal spielt und dann irgendwie dann im, sag ich jetzt mal nach der Story, im Late Game, dann, ja, wenn sich da dann einfach mal so spontan ein paar Dungeons öffnen und du nicht weißt, was da auf dich zukommt, da hast du dann sehr, sehr, sehr viel Spaß damit. Kann ich mir vorstellen. Da kommen ja dann leider, da kommen auch noch so, das werden die Dungeons ja auch ein bisschen anders gestaltet, da kommen dann noch Fallen dazu, die einen dann mal, ja, entweder können die ein Item komplett unbrauchbar machen, da gibt's Fallen, das ist wie die Attacke Explosion, macht extrem viel Schaden und erweitert halt, wenn halt irgendwie Wand in der Nähe ist, wird die halt weggesprengt oder du wirst vergiftet oder sonstige spaßige Effekte, das gibt's halt alles. Oder mal komplett an einen anderen Raum der Ebene teleportiert. Es macht schon. Ist schon manchmal fies. Hört sich auf jeden Fall nicht unfies an, sag ich mal. Ne? Und in Team Rot gibt's auch die Ruine. Das ist ein Dungeon. Der hat auch einfach mal 99 Etagen. Okay. Ja, und es gibt dann halt immer Zwischenetagen, wo du dann gegen die Regi-Mons, also Regi-Pokémon, kämpfen musst. Alles klar. Ja, macht viel Spaß. Das kann ich mir vorstellen. Oh ja, die den Partner one-hitten, das macht auch. Ja, also im fortgeschrittenen Spiel sollte man gucken, dass man. Also ich hab's immer so gemacht, dass ich dann wirklich ein paar Items immer im Beutel habe. Das ist dann natürlich bei den Fallen dann immer schön, wenn die dann halt das paar Items verkleben. Und das zum Beispiel einfach mal also ich habe eigentlich immer einen Flea Orb mit dabei in den späteren Dungeons. Flea Orb, also es gibt halt Orbs, in dem Fall der Flea Orb, bewirkt einfach, dass man dann aus dem Dungeon fliehen kann, in dem man gerade ist, ohne irgendwas zu verlieren. Weil wenn man stirbt, verliert man Geld, man verliert Items und so weiter und so fort. Und das möchte man eigentlich prinzipiell vermeiden. Oh, vier Gegner auf einmal. Und hintereinander, besser gesagt. Ja. Ja, es ist also... Die One-Hit-Falle ignoriert auch Belebersamen. Hm, auch nicht schlecht. Ja, das habe ich. Das ist schon länger her, dass ich gespielt habe. So genau habe ich die ganzen Fallen dann auch nicht mehr im Kopf. Und ich habe es auch nie auf 100% gespielt. Ich habe immer dann halt irgendwann Pausen drin gehabt und ich mag es dann nicht nach einer längeren Pause dann einfach ein Spielstand fortzusetzen, weil ich da irgendwie dann so ein bisschen draußen bin und fange dann halt immer von vorne an. Also ich habe, Also ich war immer, weiß ich nicht, Pokémon Mystery Dungeon Team Rot habe ich so insgesamt bestimmt 10 bis 15 Spielstände gehabt und mindestens bei 10 eigentlich locker 30, 40, 50 Spielstunden rein investiert. Ja. Ich hätte einfach mal einen durchziehen sollen aber irgendwie, ja. Aber es war auch schon nicht wenig, ne? So, das war jetzt sein letzter Reviver Seed. Ja. Das heißt, jetzt darf nichts mehr Großartiges passieren. Auf 5 AP. Okay.
Muss er hoffen, dass er mal zur Treppe kommt. Ja, also man kann auch sagen, wenn man halt läuft, dann füllen sich die HP auch wieder auf, beziehungsweise im Deutschen die KP. Ja, ist dann ganz praktisch immer. Ja, beziehungsweise mit der Zeit. Ich glaube nicht nur bei der Bewegung. So, ja. So, da hat er die Treppe. Kommt. Ja, ich kenne die einzelnen Dungeons jetzt tatsächlich nicht, dadurch, dass ich das Spiel nicht kenne. Sonst wüsste ich jetzt, wie viele Etagen das hat. Müssten nicht mehr so viele sein, wenn ich mich recht erinnere. Schau grad mal nach. Komm, scroll schneller. Ah, stimmt, wenn man wartet, ja, okay. Ja. Unser Zellist wieder. Und das war's. Tschüss. Ah, Ben Kleister. Und da geht's wieder, von vorne los. Da habe ich wenigstens noch ein bisschen Zeit. Für was? Zu schauen, wie viele Ebenen er hat. Ach so, ja. Das kannst du gerne tun jetzt. Das sind die Dungeons. Wichtig ist auch tatsächlich, dass man es ist auch wichtig, oder man ist, was heißt wichtig, für den Run ist es jetzt nicht so wichtig, aber so prinzipiell für die Spiele, die Pokémon haben auch, es wird Magen genannt im Deutschen, und man kann halt also auch, sozusagen, man verliert dann, es gibt halt dann so eine Anzeige im Menü, und die geht halt mit der Zeit runter. Je mehr man läuft und vor allem, wenn man rennt, geht die schneller runter. Und man sollte also zwischendurch immer mal was essen, das helfen die Gummis, beziehungsweise Äpfel oder sonstige ähnliche Dinge. Ja? Also, 9 Labyrinthebenen plus eine Bosskampfebene. Plus eine Bosskampfebene. Also 9 Ebenen. Also war. Okay. Nicht so weit weg vom Ende. Also war er gerade, ja. Das ist sehr, sehr ärgerlich, natürlich. Seine Attacken gehen aber auch gerne irgendwie daneben, habe ich das Gefühl. Wieso kann das Vipitis Hydro-Pumpe? Es ist so, ja, Randomizer halt. Ja. Oh, Geist-Pokémon, hip hip hurra. Die haben eine ganz wunderbare Eigenschaft. Die können einfach mal auch durch die Wände gehen. Und wenn die in der Wand sind, kannst du die nicht attackieren. Es sei denn, du hast eine entsprechende Attacke, die das kann. Aber die meisten können das nicht. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Jetzt auch noch verbrannt. Das wird immer besser gerade. Um euch auch mal ganz kurz zu erklären, was auch so random daran ist, ist, eigentlich sollten in diesem Dungeon nur Marshollos, Kleinsteins, Dodus, Weberax, Staralilis, Nidorina und Nidorinos sein. Ja. Das sind eigentlich die Pokémon, die man in diesem. Jetzt schläft er auch noch, ist verbrannt und schläft. Oh. Und wird noch von dem Zwerg. Ja. Ach nee, der hat echt kein Glück. Nee, gerade läuft es nicht so, wie es laufen sollte. Wie es laufen könnte. Wir reden, sollte, ist bei einem Randomizer schwer zu sagen. Auch wieder wahr. Ja komm, stirb am besten noch. Oh, der macht's einem nicht einfach gerade. Oh, das ist freundlich, dass er jetzt. Er hat jetzt gerade sehr viel Glück mit dieser Treppe. Ja. Ich hatte irgendwie immer das Gefühl, wenn ich bald tatsächlich in einem Raum oder bei einer neuen Ebene direkt im Raum gewesen bin mit der Treppe, dann war es immer so, dass ich bei der nächsten Ebene wirklich erst im letzten Traum, die ich untersucht habe, die Treppe gefunden habe. Das war irgendwie in fast allen Fällen immer so. Es ist nicht sehr freundlich. Nee, das ist sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Ja, natürlich kommt da jetzt noch ein Togekiss dahinter. Wir sehen hier übrigens gerade das Gefährliche an den Partnern. Es kann passieren, dass die Gegner ein bisschen schlafen. Und wenn die Partner Range-Attacken haben, ja,
kann es passieren, dass die dann einfach mal und man die nicht ausgestellt hat bei den Partnern und man kann das auch ein bisschen einstellen, was die einsetzen sollen oder überhaupt einsetzen können in einem Kampf. Ja, da kann es halt mal passieren, dass die dann aufwecken und man dann einfach einen Kampf mehr hat. Okay, Naga schreibt gerade, dass es nicht ganz richtig mit den Geist-Pokémon, sondern dass man sie horizontal angreifen kann, vertikal aber nicht. Oder was anderes? Ja, toll wird das dann mit dem Ninja-Jump, genau. Nein, nur nicht diagonal. Aber horizontal und vertikal geht. Okay. Oh. Oh, zum Glück. Gemisst, aber und ja. Ah, es reicht. Gut. Na gut, 62. Letzte Ebene? Oh nee. Ah, zwei Ebenen noch. Aber da ist schon die Treppe. Und auch wieder Glück jetzt gerade in dieser Ebene vom Dungeon. Das trifft einfach nicht. Ah, Verwirrung ist gut. Und trotzdem trifft natürlich das Togekiss. Also es gibt halt verschiedene Sets. Also es gibt auch hier Verbrennung, Paralyse, Vergiftung, Verwirrung. Das gibt's hier halt auch alles. Wird dann halt immer über dem Kopf dargestellt und hat alles wunderbare Effekte. So, jetzt hat er gerade richtig Glück und hat gerade zwei Ebenen auf einmal machen können. Und das ist der Endboss dieser Kategorie, und zwar Traumato. Der letzte Kampf, den er hat. Es ist auch schon über Estimate. Ist vorbei. Ja, nice Time, oder? Time. Nee. Ja, doch. Time. Das war Pokémon Mystery Dungeon. Ja, Explorers of Sky in der Beat Dorsey Randomized Kategorie. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es vielleicht ein wenig krude war und ich nicht so viel erzählen konnte. Tut mir auch ein bisschen leid. Aber es war einfach wertlich. Und hallo Feuerrübel, schön, dass du da bist. Ja.